Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von AZTV. Seit dieser Woche ist die Uelzener Filiale der Firma Autoteile Unger, kurz ATU, geschlossen. Damit gehört Uelzen zu den bundesweit 20 ATU-Standorten, die die Werkstattkette mit Hauptsitz im Bayerischen Weiden aus wirtschaftlichen Gründen geschlossen hat. Offenbar war die Ertragslage der hiesigen Filiale nicht mehr ausreichend. Von der Schließung sind 6 Mitarbeiter betroffen. Für sie sollen nun sozialverträgliche Lösungen gefunden werden, teilt ein Unternehmenssprecher mit. Werden sich die Bevensener Kurverwaltung und die Bad Bevensen Marketing GmbH auch zukünftig einen gemeinsamen Geschäftsführer leisten? Nachdem am Donnerstag bekannt worden ist, dass Uwe Winter, der bei beiden Gesellschaften im Chefsessel sitzt, im Sommer nach Bad Dürrheim wechselt, gehen die Spekulationen los. Angesprochen auf die Sinnhaftigkeit des Konstrukts ist sich Winter sicher, Synergien gibt es auf jeden Fall. Wie er den zweitgeteilten Posten einschätzt, lesen Sie am Sonnabend in der AZ. Von 2 Haaren ohne Wurzeln verspricht sich die Polizei noch Hinweise zum Täter, der vor einem Vierteljahrhundert 2 Paare in der Göhrde ermordete. Die Fälle hatten seinerzeit nicht nur wegen der Brutalität, mit dem der Mörder vorging, für bundesweite Schlagzeilen gesorgt, sondern auch wegen der Umstände. Bis heute konnten die Morde nicht aufgeklärt werden. Am kommenden Mittwoch vor genau 25 Jahren kam das erste Paar ums Leben. Mit der Polizei, mit Zeitzeugen und Hobbydetektiven hat die AZ nun gesprochen. Wir werfen zum Schluss noch einmal einen Blick aufs Wetter. Wer aufs Uelzener Stadtfest gehen möchte, sollte das lieber am Freitag oder am Samstag tun, denn für Sonntag ist Regen angesagt. Angedacht sind für den Kreis Uelzen am Samstag viel Sonne, die über den Nachmittag jedoch von Wolken überdeckt werden, und maximal 20 Grad. Sonntag wird teils kräftiger Regen oder Schauer erwartet. In den Nächten werden es noch zwischen 9 und 11 Grad. Das war's mit AZTV für heute. Kommen Sie gut ins Wochenende. Wir sehen uns auch hoffentlich am Montag wieder. Machen Sie es gut.